die Anfahrt zum Terminal BER. Dreispurig direkt ins Terminal. Das werden wir heute beim Probetag im Terminal mal testen. Anreise noch mit dem PKW, weil der Zug noch nicht ins Terminal fährt. Das alles erst mit Eröffnungstag des Flughafens am 31. Oktober. Wir sehen aber, ein Taxi bewegt sich schon zum Terminal. Das heißt, man kommt schon hin, es funktioniert schon super. Und wir werden uns heute sehr genau drumherum und im Terminal umschauen und testen, wie es ist, in die weite Welt zu fliegen. Vom neuen Hauptstadtflughafen in Berlin-Schönefeld. Live mit dabei heute Jens Krause aus der Industrie- und Handelskammer Cottbus, der aus Unternehmersicht diesen Flughafen heute etwas unter die Lupe nehmen wird und unternehmerspezifische Blicke ins Terminal richten wird, in die Prozesse richten wird, damit Sie als Unternehmer und natürlich Sie als Reisender demnächst hier gut herkommen, sich gut auskennen und am Ende genau den richtigen Weg finden zu Ihrem Flugzeug oder von Ihrem Flugzeug wieder nach Hause. Das Terminal direkt vor uns, entsprechend ein großer futuristischer Bau. Das erste, was wichtig ist, gleich an dieser Kreuzung, an dieser Abfahrt hier ganz rechts abbiegen, weil dann geht es in den entsprechenden Abflugbereich. Hier geht es zum Parkhaus, zu den Parkhäusern. Der entsprechende beste Weg für alle, die etwas länger parken möchten, ein Parkhaus zu nutzen. Und das war das erste Nadelöhr. Direkt rechts abbiegen, damit man auch die Einfahrt findet. Zur rechten Hand neue Terminal T2 noch im Bau, aller Voraussicht nach kurz vor Eröffnung des Flughafens fertiggestellt, in Nutzung übergeben, um noch mehr Passagiere auch abfertigen zu können, noch mehr Platz zu haben für Sicherheitskontrollen und andere. Die Einfahrt ins Parkhaus. Wir nutzen heute mal von den vorhandenen Parkhäusern P2 bis 6, P7 bis P8. Rechter Hand, Einfahrt ins Terminal. Sehen, hier wird auch noch etwas gearbeitet, noch ein bisschen frische Farbe vor dem Eröffnungstermin und es geht direkt ins Parkhaus P8. Hier am Flughafen BER. 9 Wochen vor Eröffnung des Flughafens. Wir dürfen heute schon abheben. Ich, der Jens Krause, IHK Cottbus und der Lars, mein Kamerateam, Mann. Wir werden heute hinter die Kulissen blicken mit einem ganz speziellen Blick aus Unternehmersicht. Das habe ich mir vorgenommen, die Unternehmer abzuholen. Was erwartet sie im Terminal? Wie wird entsprechend hier der Empfang gestaltet? Wie wird abgefertigt? Wo muss man hin? Wo kann man parken? Alle diese Fragen versuchen wir heute zu erörtern und ich nehme Sie gerne mit auf den Weg durchs Terminal. Ein Tag BER Probebetriebstag. Kommt mit, wir freuen uns. Ja, wir haben eingecheckt, wir sind im Terminal, kurz vor dem Beginn des Testprogramms, des Abfluges. Wir haben unsere Dokumente bekommen. Der erste Flug geht nach Grenoble. Willkommen in Frankreich. Wie wir da hinkommen, werde ich gleich berichten. Willkommen in der Gepäckausgabe. Eine große Halle mit 4 großen Gepäckbändern erwartet uns hier. Das heißt, 4 Flüge mindestens gleichzeitig, wo ausgecheckt, wo entsprechend jeder seine Koffer holen kann. Wir starten heute hier am Gepäckförderband unseren Probebetrieb. Wie schon gesagt, es geht nach Frankreich. Trotz Reisewarnung, die heute ausgesprochen wurde, wir fliegen trotzdem dorthin. Koffer werden uns heute gestellt. Jeder darf sich einen nehmen. Mal schauen, ob wir den kritischen Koffer mit der Bombe erwischen. Der ist nämlich auch hier drunter. Dann werden wir heute viel Spaß haben, zumindest an der Sicherheitskontrolle. Auch in allen anderen Fällen schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. Ja, ein besonderes Highlight im Terminal. Bildschirme. Dieser ein ganz besonderer. Das System dahinter nennt sich Airways. Das heißt, automatisches Fluggastinformationssystem. Diesen Bildschirm sehen Sie, wenn Sie hier ankommen, wo
kann man mit dem Taxi abfahren? Wie schnell kommt der nächste Zug? Welcher Zug ist es? Wann fährt der nächste Bus? Und man sieht auch die Verkehrslage auf den Straßen, hauptsächlich Richtung Berlin. Wir sehen vielleicht ganz klein, wo ist gerade eine Straßensperrung in Rot angezeigt, wo ist gerade ein Stau. Also das einerseits für jeden, der mit dem Pkw hier ist, eine super Orientierung. Wann kann man wo wie schnell langfahren? Und es ist für alle Gäste, die das erste Mal hier sind, natürlich auch richtungsweisend. Das, was diesen Flughafen ausmacht, über 60% der Gäste werden mit dem entsprechenden Zug, mit der Bahn hier anreisen und auch abreisen. Das heißt, hier sieht man auch bei sehr viel Rot auf der Straße die klare Empfehlung, nutzt Bus und Bahn, um hier entsprechend abzufahren, um hierher zu kommen. Das ist eine sichere Alternative. Der Bahnhof direkt unter dem Terminal, wenige Schritte von diesen Gepäckbändern entfernt. Also klare Empfehlung auch von uns, Bus und Bahn nutzen am Flughafen ist die richtige Entscheidung. Ab 31. Oktober, die Eröffnung des Flughafens, wird dieser Flughafen Richtung Berlin hervorragend angeboten. Bunden, alle 10 Minuten wird die S-Bahn fahren, es werden alle 10 Minuten die Regionalbahnen fahren. Und aus Brandenburg gibt es unterschiedliche Richtungen, diesen Flughafen zu erreichen. Unsere Perspektive aus dem Süden, natürlich aus Cottbus aus der Lausitz, der RB 2 aus Cottbus, der bis Kös-Osterhausen fährt. Dort muss umgestiegen werden in den RB 22, ein Regionalzug, der direkt in den Flughafenterminal fährt. Wir sind im Hauptterminal T1. Wir haben unser Gepäck. Wir wissen, es geht nach Frankreich. Jetzt heißt es eine Ebene nach oben, um einzuchecken, die Flugnummer zu holen, das Gepäck abzugeben. Spannendes Feeling. Der große rote Teppich hinter uns, Kunst am Bau, Kunst im Terminal. Also es ist auch schick geworden im Terminal. Ja, wir sind jetzt angekommen im Abflugbereich. 9 verschiedene Check-in-Inseln gibt es für alle, die noch mit Papier unterwegs sind, so wie wir. Ansonsten ganz, ganz viele Online-Check-in-Schalter wird es geben. Wir gucken uns jetzt an, wir müssen zum Schalter 6, der befindet sich dort. Da nehmen wir euch jetzt mit. Willkommen am Check-in-Schalter. Wir sehen, es ist richtig was los. 400 Komparsen sind heute hier mit dabei. Wir stellen uns da hinten an die Schlange an. Eine Stunde später werden wir uns gerne noch mal bei euch melden. Das dauert jetzt ein bisschen. Gefühlt eine Stunde später, wir sind schon vorangekommen, fast am Ziel, am Check-in-Counter von EasyJet, um jetzt einzuchecken nach Frankreich. Den Koffer haben wir noch mit dabei. Filmmann steht auch noch da. Gefühlt 100 Leute vor uns, hinter uns, die schon eingecheckt haben, die noch einchecken müssen. Also ich denke mal, der Flieger wird voll. Herzlich willkommen in der großen Abflughalle, ein großes futuristisches Gebäude mit sehr viel Platz, 9 Check-in-Countern und wie man sieht auch Kunst am Bau. Der rote fliegende Teppich ist nicht zu kurz gekommen. Lassen Sie einfach mal die Bilder auf sich wirken. Jetzt einzuchecken nach Frankreich. Den Koffer haben wir noch mit dabei. Filmmann steht auch noch da. Gefühlt 100 Leute vor uns, hinter uns, die schon eingecheckt haben, die noch einchecken müssen. Also ich denke mal, der Flieger wird eine Neuerung, für uns zumindest neu, der Sicherheitsbereich. Man sieht, welcher Schalter geöffnet hat, welcher entsprechend gut besetzt ist und wo viele Leute anstehen. Und wir haben den Boardingpass, es geht nach Frankreich. Juhu! Die nächste Station haben wir geschafft. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle. Juhu! Ganzkörperscanner zum ersten Mal miterlebt. Tut nicht weh. Ein paar Besonderheiten. Ich habe gelernt, auch Taschentücher aus den Taschen werden erfasst. Also, kleiner Tipp, räumt die Dinger vorher aus, sonst kriegt ihr nette Männerhände, die euch dann persönlich abtasten. Ansonsten alles sehr unkomplikationsfrei, funktioniert super. Jetzt geht's zu unserem Abfluggate. Wir müssen uns langsam beeilen. 13:15 geht unser Flug. Ja, wir sind jetzt im Hauptgebäude, im Hauptterminal. Hier der Marktplatz mit 150 verschiedenen Shops, 20.000 Quadratmeter Fläche, wo man einkaufen kann. Nach der Sicherheitskontrolle geht man entspannt, wartet entsprechend auf seinen Flug und nutzt natürlich die Gelegenheit, sich die Shops anzugucken, was zu essen, was zu trinken und auch entsprechend hier einzukaufen. Das ist eines der wichtigen Geschäftsfelder auch für den Flughafen, der nicht nur mit dem Starten und Landen von Fluggästen Geld verdient, sondern gerade auch hier im Bereich
Eine sehr schöne Halle, ein sehr schöner Bereich, sehr weitläufig und ich denke für jeden interessant zu erobern. Unsere entsprechende Informationstafel, neu darauf, man sieht, wie lange man bis zum Abfluggate braucht. In unserem Falle müssen wir zu A10, 4 Minuten Laufzeit, das sollten wir schaffen. Und ich mache mich mal jetzt auf den Weg, wir haben nur noch 10 Minuten, dann wird nämlich das Gate geschlossen. Ja, wir sind hier am Spreewald Shop, Spreewald & Moor. Fast 50 Quadratmeter Verkaufsfläche im Premium-Bereich des Terminals. Ganz, ganz viele Fluggäste, die hier täglich dran vorbei müssen, um zu ihrem Flieger zu kommen. Wir freuen uns, dass es hier ein Bild aus Brandenburg geben wird, aus dem Spreewald, mit Produkten aus dem Spreewald. Die IHK, unser Haus, hat ja einen aktuellen Produktaufruf gestartet, um noch mehr Produkte hier reinzubekommen, weil es ist nicht nur ein geschäftliches Feld, diese Produkte herzustellen und hier im Flughafen zu verkaufen. Eine Ehre fürs Produkt. Es wird auch ein Stück in die Welt getragen. Werbung in der Welt für Spreewald, für die Region Brandenburg gemacht. Und deswegen nutzen Sie die Gelegenheiten, sich zu bewerben. Nutzen Sie die Chance, bis zum 30. September Ihr Produkt beim Betreiber von Spreewald & Moor bei der Wöllhaff Retail in Berlin vorzustellen. Bewerbungsbogen gibt es auf der Internetseite der IHK Cottbus, www.cottbus.ihk.de. Alle Details nachlesbar. Mehr und mit vollem Ausrichtungsgegenstand dann in 6 Wochen. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind an unserem Abfluggate A10, wo wir hin sollen. Der Flieger steht zwar nicht da, aber wir proben ja heute nur den Abflug. Und es geht in wenigen Minuten los nach Frankreich. Und wir wollen Ihnen einfach noch mal ein paar Eindrücke vom Vorfeld des BERs bieten. Gucken Sie einfach mal aufs Vorfeld, Infotower und entsprechend Fluglotsentower. Ja, wer mag es glauben, wir haben es endlich geschafft. Wir sind angekommen, nach einer Woche Urlaub in Frankreich, zurück am BER. Unsere Maschine ist gelandet, natürlich nur fiktiv, am Probetag. Und jetzt holen wir den Koffer ab. Weitere Komparsen warten auf ihr Band, am Band auf ihr Koffer. Und in dem Zuge war es mir eine Freude, euch mitzunehmen. Ein Tag, Probetag am Flughafen BER. Ab 31. Oktober wird das hier Realität. Der Flughafen öffnet und jeder kann es von Ihnen selbst austesten. Nach jeder Ankunft hier im Flughafen entscheidet man, fährt man mit dem Pkw zurück, mit dem Bus oder mit der Bahn. Ideal hier unter dem Flughafenterminal, direkt unten drunter der große Bahnhof, 6 Gleise, 2 S-Bahnen, 2 Regionalbahnen und 2 ICE-Halte. Ideal angebunden. Wir denken, es werden sehr, sehr viele Menschen zum Flughafen und vom Flughafen mit dem Zug bzw. mit der Bahn an- und abreisen. Aus Brandenburg gibt es aus wenigen Städten eine direkte Anbindung. Leider, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Zum Beispiel aus der Lausitz, aus Cottbus mit dem RE2 bis Königs Wusterhausen umsteigen im Bahnhof Königs Wusterhausen in den Zug und dann direkt ins Terminal fahren. Das wird hier die Perspektive sein. Und deswegen werden wir die nächsten Wochen und Monate intensiv beobachten, was vielleicht da noch nachgebessert wird. Aber das Terminal mit direktem Gleisanschluss, ideal für jeden Fluggast.